Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu meinem ersten Schwangerschaftsupdate. Ja, ihr habt ja bestimmt meine letzten Videos gesehen und wisst, dass wir schwanger sind. Und nun wollte ich euch natürlich auch wieder durch die Schwangerschaft mitnehmen und euch auch wieder Schwangerschaftsupdates drehen. Und wir starten direkt in die Also mit der vierten Woche bis zur achten Woche. Ich hoffe, euch gefällt's und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ich habe mir alles auf meinem Handy notiert, damit ich auch bloß nichts vergesse. Wir sind inzwischen nämlich schon in der neunten Woche, aber ich wollte euch trotzdem nochmal dieses Update drehen. Ja, einmal so zur kleinen Geschichte, zur Story. Das Baby war geplant, also es war nicht so, oh, hupsala, sondern ja, wir haben es drauf angelegt, sagen wir mal. Und genau, der Eisprung war am 22.11., ein schon etwas besonderer Tag für mich und Felix, weil wir uns dort, ja, kennengelernt haben, muss man eigentlich sagen. Und ja, deswegen war das ein sehr schöner Zufall. Genau, am Eisprungtag, da brauche ich keine Ovulationstests mehr oder ähnliches. Ich weiß immer ganz genau, wann mein Eisprung ist. Einfach, weil ich so krasse Unterleibsschmerzen habe, dass ich nicht mehr laufen kann. Also, dass ich wirklich denke, mir reißt es mein Unterleib auseinander. Ich hocke dann den ganzen Tag im Bett mit Wärmekissen und immer auf allen Vieren und mit Hüftekreisen und alles. Also es ist super, super schmerzhaft. Und ich war auch schon öfters deswegen im Krankenhaus, weil mein Arzt immer wieder meint, sie haben einen Blinddarmdurchbruch. Und ja, diesmal war es so, dass ich das sehr spät abends bekommen habe und ich dann ganz genau wusste, okay, da ist der Eisprung. Das passt auch immer eigentlich ganz genau mit meiner App zusammen. Also ich habe da eine App und ja, das passt eigentlich immer. Ja, so 2, 3 Tage ist das immer unterschiedlich. Aber sonst passt es immer ganz genau. Also ich weiß immer ungefähr, wann mein Eisprung ist. Und wie gesagt, weiß ich immer dann ganz genau, wann er ist, wenn ich eben diese Schmerzen habe. Wir haben also an, ich glaube, einen Tag danach, wo ich dann die Schmerzen nicht mehr so doll hatte, geherzelt, so nennt man das ja, glaube ich. Und das war aber auch nicht so, weil ich unbedingt, also wir haben das erstmal auch gar nicht so drauf angelegt, wo wir sagen, okay, heute ist Eisprung, wir müssen heute Sex haben. Sondern bei uns war es so, wir lassen uns einfach drauf zukommen. Wenn wir Lust haben, haben wir Lust, wenn nicht, dann nicht. Deswegen haben wir uns auch keinen festen Zeitpunkt irgendwie überlegt für das zweite Kind. Wir haben nicht irgendwie mit Ovulationstests oder was der Geier. Also wir haben uns das komplett freigelassen und deswegen habe ich auch keinen Sex gehabt, wenn ich diese starken Schmerzen hatte, weil das ist einfach unerträglich und da will man auch gar keinen Sex haben. Also das ist so ein typisches, also natürliches Verhütungsmittel irgendwie. Also irgendwie eigentlich nicht so gut vom Körper, weil der Körper will ja schwanger werden. Aber ja, auf jeden Fall haben wir uns da keinen Stress gemacht und hatten dann einen Tag später. So, das hat ja auch nicht zu bedeuten, dass es irgendwie dann. Also, man ist ja dann immer noch fruchtbar. So, sagen wir es so. So, und dann, ja, war das. Ich habe mir auch da gar keinen Kopf gemacht. Ich wusste halt, okay, es ist mein Eisprung, aber wir haben uns da, wie gesagt, überhaupt gar keinen Stress gemacht. Ein paar Tage später, so Eisprung plus 3 oder 4, haben wir dann ein bisschen rumgespaßt. Ja, immer so. Du bist bestimmt schwanger oder so. Also wir haben immer so ein bisschen rumgespaßt. Und dann, ja, Eisprung plus 5 habe ich dann gemerkt, dass ich total Kreislaufprobleme habe. Das war an dem einen Tag, wie gesagt, Eisprung plus 5. Und ich war mir nicht so sicher, okay, kommt das jetzt irgendwie vom Wetter oder kommt das von irgendwas anderem? Habe ich zu wenig getrunken oder so? Weil ich habe das eigentlich öfter. So Kreislaufprobleme habe ich sehr, sehr oft. Dafür bin ich irgendwie bekannt. Und das weiß auch Felix. Felix, hat dann auch einfach nur gesagt, ja, trink ein bisschen mehr, leg dich hin, dann ist gut. Und am nächsten Tag war auch alles wieder in Ordnung. Also ich habe einfach nur so ein bisschen Kreislaufprobleme gehabt. So, an Eisprung plus 6, also einen Tag später, hatte ich so krasse Unterleibsschmerzen, dass ich dachte, mein Eisprung hat sich verschoben und ich hätte ihn dann an diesem Tag gehabt. Also so starke Unterleibsschmerzen hatte ich. Aber ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Eisprung plus 6, das ist so typisch Einnistung und das waren aber so starke Schmerzen, wo ich so nachdachte, das hatte ich bei Lia nicht. Bei Lia habe ich es einfach nicht gespürt, diese Schmerzen. Also nicht so doll habe ich jetzt
irgendwie so im Kopf. Also ich kann mich da auch kaum noch dran erinnern, aber ich hatte diese Schmerzen, also ich kannte das nicht und deswegen habe ich gedacht, mein Eisprung hat sich einfach verschoben und habe das deswegen auch nicht so eng gesehen. Also ich dachte dann einfach, mein Eisprung hat sich verschoben und hatte aber, wie gesagt, den ganzen Tag extrem Unterleibsschmerzen. An Eisprung plus 10 habe ich dann einen Test gemacht. Und das war so ein One-Step von Amazon, habe ich damals bei Lia immer so ein Riesenpaket gekauft. Und da hatte ich noch einen einzigen übrig. Und den habe ich dann gemacht an Eisprung plus 10. Einfach nur, weil ich mir irgendwie sicher war. Also ich habe es einfach gespürt, dass ich schwanger bin. Und ich war mir einfach sicher, dass ich schwanger bin. Und dementsprechend habe ich dann an Eisprung plus 10 diesen Test gemacht. Der war komplett weiß. Also man hätte sich was einbilden können. Also wenn man diesen Wunsch hat, bildet man sich sowieso immer was ein. Aber ich hab was gesehen. So. Und damals bei Lia war es so, dass an Eisprung plus 11 dieser Test, dieser One-Step eben auch so ganz, ganz leicht positiv war, aber halt so, dass man das wirklich gar nicht so richtig gesehen hat. Also, wie gesagt, ich habe es ja auch bei Lia gar nicht gesehen, sondern Felix hat es gesehen. Und dementsprechend habe ich mir da halt noch nicht so den Kopf gemacht, ob das jetzt nun positiv ist oder negativ. Ich habe einfach gedacht, okay, dann teste ich halt am nächsten Tag. Ich habe aber gleichzeitig auch einen Ovulationstest gemacht, weil man, auch der misst ja das Schwangerschaftshormon HCG. Und man kann damit so ein bisschen hibbeln, nennt sich das. Das heißt, wenn der stärker wird, so um Eisprung 10, 11, 12, dann heißt es eigentlich, dass man schwanger ist. So, es kann aber auch heißen, dass man die Periode kriegt. Also das ist total schwierig da mit dem Hibbeln. Und da kann man natürlich auch nicht hundertprozentig drauf vertrauen. Ich habe trotzdem einen Ovulationstest gemacht und der war ein bisschen stärker, als wenn man nicht den Eisprung hat, glaube ich. Also er war auf jeden Fall ein bisschen stärker, weil wenn ich einen Ovulationstest mache und ich habe keinen Eisprung und bin auch nicht in der Nähe von einem Eisprung, dann ist der bei mir fast weiß auf der einen Seite. Also wusste ich dann, okay, da muss auf jeden Fall irgendwas im Argen sein, weil er war so ein bisschen leicht, so ein bisschen doller als sonst. So. Und dann, ja, habe ich aber dann mir da auch noch nichts gedacht und war auch zuerst sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Aber ich dachte, okay, das ist ja auch erst Eisprung plus 10, meine Güte, warten wir einfach nochmal einen Tag ab. So, und dann habe ich einen Schwangerschaftstest hier in der Schublade gefunden und habe dann gesagt, okay, den mache ich am nächsten Tag dann, bei Eisprung plus 11. Mache ich dann diesen Test. Und das war von Rossmann einer, ein sehr empfindlicher. Damit habe ich bei Lia auch positiv getestet. Es war auch so ein Streifen und genau, da habe ich dann einfach gedacht, okay, dann machen wir den Test doch mal. Der ist, glaube ich, der misst, glaube ich, bei 10 rum und die One-Steps bei 25. Also wirklich sehr sensibel, der Test. Und dann habe ich den Test gemacht am 11., also Eisprung plus 11, wie gesagt. Und da habe ich ja auch mitgefilmt. Und da, ja, war der eindeutig positiv. Und ja, da wussten wir, okay, da ist etwas unterwegs. Also der war auch wirklich eindeutig positiv. Also nicht so, dass man irgendwie raten musste, sondern der war wirklich eindeutig positiv. Und genau, dann wusste ich, okay, wir sind schwanger. Und ich habe es an dem gleichen Abend auch Felix erzählt. Und Felix meinte dann, okay, ja, warte noch mal, mach morgen noch mal einen neuen Test. Ja, und dann habe ich am Eisprung plus 12 eben noch mal einen Test gemacht, auch von Rossmann die. Und das war halt so ein richtiger Schwangerschaftstest schon. Und den habe ich halt nur gemacht, ich wusste tief im Inneren, dass ich schwanger bin. Ich wusste das ja schon vorher. Und habe dann den eigentlich nur noch gemacht für Felix, damit er einfach nochmal die Sicherheit hat. Und ich habe ihn dann auch mit Morgenurin gemacht und der war auch direkt positiv. Also der musste gar nicht ganz durchlaufen, der war einfach direkt positiv. Und den habe ich dann Felix auch per WhatsApp geschickt. Und ja, dann hat er das auch eigentlich so akzeptiert und hat halt auch dann gesehen, dass zwei Schwangerschaftstests wohl ja,
eher selten falsch sind. Ja, an dem Eisprung plus 12, wo ich eben dann, wie gesagt, den zweiten Test gemacht habe, war ich auch mega emotional. Also ich habe so viel geheult. Ich habe am Eisprung plus 11 nach dem Test erstmal ein paar Stunden geheult. Ich habe am Eisprung plus 12 nach dem Test erstmal ein paar Stunden geheult. Und sobald irgendwas im Fernsehen kam, war es einfach so ein bisschen emotional. Also ich habe so geheult. Also ich war super emotional und auch immer, wenn ich Lia gesehen habe, habe ich direkt angefangen zu heulen und also ich war einfach mega emotional. Und was dann auch direkt anfing, genauso wie bei Lia, ich war total müde und konnte eigentlich am besten den ganzen Tag schlafen. Also ich war so ausgelaugt und das bin ich auch immer noch. Also ich bin einfach so kaputt und könnte, wie gesagt, einfach den ganzen Tag pennen. Wir schlafen auch viel aus jetzt seitdem. Also ich bin auch froh, dass Lia da einigermaßen mitmacht. Und ja, so stehen wir meistens immer erst um 9 Uhr auf. Aber meine Güte, ich muss es noch nutzen. Mit zwei Kindern wird das anders. Und ja, genau. Also ich war auf jeden Fall ab dem Tag mit diesem positiven Test, ich war so kaputt und so müde. Und ich hatte auch wenig Kraft für den Haushalt. Also ich habe echt wirklich nur das Nötigste gemacht und mich dann immer viel auf die Couch gesetzt und viel entspannt. Und es war gar nicht so einfach, das auf Instagram so zu zeigen, weil ja, man kann ja auch nicht sagen, ich bin heute so müde, mir ist heute so schlecht, sondern da kommen ja direkt irgendwelche Ideen. Und deswegen, ja, habe ich sehr, sehr wenig Instagram-Stories gemacht und das tut mir auch voll leid. Aber ja, ich musste das ja einfach nur so ein bisschen für uns behalten und deswegen habe ich mich da einfach nicht so oft gemeldet. Ja. Und dann habe ich auch extrem viel Durst bekommen an dem Tag. Also seitdem trinke ich super, super viel. Also ja, ich bin einfach so unglaublich durstig. Ah, 4 plus 1, also gerade frisch 5. Woche, habe ich Blutung bekommen. Und zwar über Nacht. Also ich bin morgens aufgestanden und hatte so ein ganz, ganz bisschen Blut in der Unterhose. Also wirklich nur so einen ganz kleinen Fleck. Aber es war frisches Blut und dementsprechend habe ich mir dann auch schon ziemlich Sorgen gemacht, wobei ich habe das halt Felix geschrieben, dass ich geblutet habe, aber es halt nicht mehr wurde. Also ich habe den ganzen Tag nicht geblutet oder irgendwas. Ich hatte nur so einen ganz kleinen Fleck in der Unterhose und dadurch, dass es nicht mehr geworden ist, dadurch, dass ich auch keine Schmerzen hatte oder irgendwas, habe ich das so stehen gelassen, bin da nicht panisch zum Arzt gerannt oder so, weil ja, man hätte, wenn es abgegangen wäre, auch sowieso nichts machen können. Und ich war einfach zu dem Zeitpunkt sehr entspannt, was die Schwangerschaft angeht. Also bei Lia wäre ich völlig durchgedreht. Ich war bei Lia ja ganz, ganz anders als jetzt. Also ich muss von mir selber sagen, dass ich wirklich sehr entspannt bin. Und genau, an dem Tag war ich eben auch sehr entspannt. Ich habe zu Felix gesagt, sollte ich jetzt nochmal bluten, fahre ich ins Krankenhaus. Aber es war halt wirklich nur über die Nacht und dann nur wirklich ein ganz kleiner Fleck in der Unterhose und sonst gar nichts. Und dementsprechend habe ich mir halt keinen Kopf gemacht. Es ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten oder es war einfach auch nichts mehr. Es war nichts mehr mit dem, also beim Abwischen. Es war einfach nur ein ganz kleiner Fleck und das kann ja sonstiges gewesen sein. Das kann noch von der Einnistung gewesen sein. Das kann so viel sein. Und dementsprechend habe ich mir da keinen Kopf gemacht. Ja, dann haben wir an Eisprung plus, nein, 4 plus 2 haben wir das erste Bauchfoto gemacht. Und da haben wir auch den Bauchumfang gemessen, damit wir ungefähr wissen, wie wir starten. Und zwar starten wir mit dem Bauchumfang 73 cm. Das ist gemessen an der Hüfte, also an der breitesten Stelle von meinem Bauch. Genau, 73 cm. Ich denke, das passt. Und genau, auf dem Bauchfoto sieht man eigentlich noch nichts. Außer meinen extremen Blähbauch, den ich ja bei Lia auch ganz, ganz doll hatte. Der war nämlich direkt von Anfang an da. Also immer wenn ich was esse, sehe ich aus wie im 4., 5. Monat. Und dann, wenn ich morgens aufstehe, bin ich schmal wie ein Brett. Genau, also ja, vom Bauch ist da noch nicht ganz so viel zu sehen. Ja, was ich auch gemerkt habe, sind total komische Träume. Also ich träume sehr, sehr viel vom Baby. Ich träume viel von der Geburt. Ich träume viel von dem Alltag mit zwei Kindern. Und auch viel komische, total crazy Sachen. Also wo man sich denkt, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber ja, das habe ich bei dir damals auch gehabt. Ja, ungefähr in der 6. Woche hatte ich dann einen Tag richtig, richtig starkes Brustdrücken. Also es hat so an der Seite hier gebrannt.
Ich stille ja noch, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Und dementsprechend habe ich, glaube ich, diese typischen Brustschmerzen nicht, sondern ich hatte halt einfach so ein Brennen an der Seite. Und meine Brüste waren an dem Tag super empfindlich. Jetzt allgemein sind nur meine Brustwarzen empfindlich. Das heißt, wenn Lia die anfasst oder wenn Felix die anfasst, ich mag das gar nicht haben. Also ich bin da super empfindlich. Und gestern ist Felix nur ganz kurz dagegen gekommen aus Versehen. Und es war schrecklich. Ich könnte dann immer total ausflippen. Also ich bin da super empfindlich an den Brüsten geworden und an diesem einen Tag in der sechsten Woche hatte ich eben total so ein Drücken und so ein Brennen an der Seite. Angekommen in der siebten Woche, 6 plus 1, ganz pünktlich begann die Übelkeit und ich kann mich da bei Lia nur ganz schwach drin erinnern, aber es war schrecklich. Und ich habe mich bei Lia einmal übergeben und bis jetzt habe ich mich nicht übergeben. Wir sind jetzt in der neunten Woche und ich habe in meiner Schwangerschafts-App gelesen, dass die neunte Woche wohl die schlimmste sein soll. Wir sind gespannt. Wir sind bei 8 plus 1. Also wir hoffen mal, dass es nicht noch schlimmer wird. Auf jeden Fall ist die Morgenübelkeit schon ganz, ganz kräftig am Start bei uns. Wie gesagt, seit 6 plus 1. Und es ist wirklich immer nur morgens, dass ich wirklich aufstehe und denke, boah, jetzt breche ich gleich. Und hockt dann eigentlich immer vor irgendwie einer Schüssel oder vor der Toilette, bis ich was gefrühstückt habe. Also am besten wäre es wirklich, wenn mir jemand Frühstück ans Bett bringt, ich dann was esse und dann aufstehe, weil dann habe ich nichts. Also es ist wirklich nur, bis ich was esse. Ich bin auch der Meinung, es ist stärker als bei Lia. Aber ich kann mich auch wirklich an fast gar nichts mehr erinnern von Lia. Also ich habe mir die Schwangerschaftsupdates angeguckt und da habe ich ja gejault. Also es ist ja unglaublich. Aber ich kann mich da wirklich an fast gar nichts mehr erinnern. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, sehr starke Übelkeit und ja, nicht so angenehm. Übrigens mache ich auch nichts gegen die Übelkeit. Also ich nehme auch nichts. Ich trinke auch keinen Ingwertee oder so, sondern ich lass es einfach über mich ergehen. Und wie gesagt, wenn ich was gegessen habe, ist es auch weg. Nur erstmal der Schritt, dass man was isst, weil einem ist ja kotzübel. Es ist immer so eine kleine Herausforderung. Ja, was ich auch ganz stark habe, das hatte ich jetzt in der siebten und achten Woche sehr, sehr doll, ist Jucken am Bauch. Also das hatte ich bei Lia eigentlich erst zum Ende der Schwangerschaft, wo die Haut sich halt extrem gedehnt hat. Und jetzt habe ich das in der siebten und achten Woche sehr doll gehabt. Das ist jetzt aber auch schon wieder weg. Aber wie gesagt, in der siebten und achten Woche hatte ich so krasses Bauchjucken, dass ich da wirklich stand und richtig gekratzt habe. Und dann ist mir eingefallen, oh nein, ich darf ja gar nicht kratzen. Und dann habe ich das schon eingecremt mit meiner Bauchcreme, die ich damals bei Lia auch benutzt habe. Ja, weil ich denke mal, dass die Haut sich da schon so ein bisschen gedehnt hat, obwohl von einem Babybauch nichts zu sehen ist. Übrigens nehme ich seit Tag 1 Folsäure. Dann nehme ich wieder Folio Forte, wie bei Lia damals. Da bin ich einfach sehr, sehr gut mitgefahren und die nehme ich jetzt immer morgens zum Frühstück. Ich habe nämlich herausgefunden, man muss die nehmen auf einen vollen Magen. Also zum Beispiel beim Frühstück oder nach dem Frühstück. Ich habe sie bei Lia immer auf nüchternen Magen genommen. Genau, habe jetzt aber gerade herausgefunden, dass man sie eigentlich auf vollen Magen nehmen soll. Was ich bei Lia auch ganz, ganz stark hatte, ist der Drang, Hände zu waschen. Und das habe ich jetzt auch wieder. Das heißt, ich muss überall und immer Hände waschen. Also ich fühle mich sonst nicht gut und ja, bin deswegen eigentlich fast dauer am Händewaschen. Das letzte Anzeichen für dieses Update. Ich bin super, super geruchsempfindlich. Also ich rieche Sachen. Felix denkt sich immer, was? Wie kannst du das riechen? Aber ich rieche Sachen, das ist unglaublich. Also vorher war das immer kein Problem mit Lias Stoffwindeln. Und jetzt ist es so, wenn Lia die Windel eine Stunde trägt, denke ich, boah, Kind, ey, ich muss dich wickeln. Ich habe schon zu viel gesagt, sag mal, stinkt ihr Urin jetzt anders? Pinkelt sie mehr oder was ist hier los? Sind die Windeln kaputt? Weil ich rieche einfach so stark diesen Uringeruch, das ist schon nicht mehr normal. Also das ist schon richtig krass und ich rieche halt alles. Also das kann der kleinste Pups sein, ich rieche wirklich alles. Ja, meine Lieben, und das war es dann auch schon vom ersten Schwangerschaftsupdate, vierte bis achte Woche. Das nächste wird dann auch kommen, wenn wir dann die zehnte Woche geschafft haben. Genau, morgen tatsächlich ist mein erster Frauenarzttermin. Ich habe mir diesmal super viel Zeit gelassen, weil ich einfach, wie gesagt, total entspannt bin, was diese Schwangerschaft angeht. Bei Lia musste ich ja 3 oder 4 Wochen warten, da bin ich ja fast durchgedreht. Da habe ich jeden Tag gedacht, oh, ich muss jetzt zum Frauenarzt. Und jetzt ist es so, okay, morgen ist der Frauenarzttermin, heute bin ich super hippelig und freue mich einfach riesig.
Aber sonst vorher dachte ich mal ab, die 5 Wochen, die, oder waren es, glaube ich, fast 6 Wochen jetzt. Kein Problem, ist völlig in Ordnung, weil ich wollte mir auch über die Weihnachtstage und Silvester, wollte ich mir alles frei halten. Und da hat die Frauenärztin oder die am Telefon gesagt, okay, nehmen wir einfach den 5. Januar, ist doch kein Problem. Und dann habe ich gesagt, passt perfekt. Ich hätte sogar, glaube ich, nur 2 Wochen später gemacht. Also ich bin da wirklich super gechillt diesmal. Bin jetzt aber wirklich froh, dass wir morgen zum Frauenarzt fahren. Weil man weiß ja trotzdem nicht, ist alles in Ordnung. Zum Beispiel habe ich auch diese Schwangerschaft keinen weiteren Schwangerschaftstest gemacht. Also bei Lia habe ich ja fast täglich einen gemacht. Also ich bin so durchgedreht. Und jetzt habe ich wirklich keinen einzigen mehr gemacht, seitdem ich am Eisprung plus 12 eben diesen zweiten Test gemacht habe. Und ich habe keinen weiteren Test gemacht. Und manchmal habe ich auch das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht schwanger. Aber dann muss man sich überlegen, ich habe meine Tage nicht bekommen und ohne eine Blutung kann das Baby ja auch nicht verschwinden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich muss ja schwanger sein und manchmal vergisst man es einfach. Ja, aber auf jeden Fall bin ich super gechillt, was das angeht und freue mich riesig, morgen in der 9. Woche zum Frauenarzt zu gehen. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ich hoffe, wir sehen das kleine Herzchen. Lia darf mitkommen, Felix leider nicht, aber ich werde gleich wahrscheinlich noch mal kurz anrufen und noch mal fragen, ob Felix mit darf. Aber ihr werdet das alles in dem Video sehen, denn wir werden natürlich wieder mitvloggen und euch mitnehmen dabei. Ja, und jetzt hoffe ich, wie gesagt, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf kommende viele, viele Schwangerschaftsupdates und auf eine komplette neue Schwangerschaft hier auf meinem Kanal. Ja, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, schaut gerne unten in der Bio, beziehungsweise in der Infobox, heißt es ja hier bei YouTube. Da findet ihr den Link zu Instagram. Da erfahrt ihr täglich alles Neue. Spätestens alle 3 Tage ein neues Foto von uns. Also, falls ihr mal up to date sein wollt, dann bitte auf Instagram schauen. Und jetzt würde ich mich aber wirklich verabschieden. Jetzt habe ich wirklich viel gelabert. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Da sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Natürlich mit Ultraschallbild. Oh Mann, Leute, ich bin so gespannt. Ich glaube, ihr merkt es. Ich sage jetzt einfach Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!